Diese schlummernde Muse aus der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts träumt auch ein Jahrhundert später weiter und lockt uns in ihren Traum. Um sie herum schlummern weitere Formen. Wir sind in Paris, im Atelier des rumänischen Bildhauers Constantin Brancusi, geboren 1876, in der kleinen Walachei. Doch wo in Paris sind wir und wann? Sind wir in der Impasse Ronsard Nummer 8, der früheren Impasse du Luxembourg, unweit des Montparnasse im Jahr 1916, als sich der 12 Jahre zuvor in Frankreich angekommene Künstler nach wechselnden Standorten sein erstes eigenes Atelier einrichtete? Oder 11 Jahre später, 1927, als Sturmschäden einen Umzug des Ateliers von der Nummer 8 in die Nummer 11 der Impasse Ronsard erforderten, an die Adresse, die Brancusi bis an sein Lebensende beibehielt. Vielleicht stammen diese Außenaufnahmen des Ateliers von Man Ray. Im Winter im Schnee, im Sommer im Regen. In 1930, also 3 Jahre später, mietete der Bildhauer ein drittes Atelier an, in dem er sich eine kleine Schmiede und ein bescheidenes Zimmer im Obergeschoss einrichtete, unter dem er seine Gitarre aufhängte. Ein zweiter Teil dieses neuen Raums wurde als Lager für seine Werke, einige Werkzeuge sowie Geräte für seine Film- und Fotoaufnahmen genutzt. In 1936 erwarb der damals 60-jährige Künstler einen vierten Raum dazu und machte ihn zur Ausstellungsfläche. Er war überzeugt, dass nur er selbst seine Werke in einem idealen Bühnenbild anzuordnen vermochte und verband sie teilweise untereinander in sogenannten mobilen Gruppen. Hier ein Exemplar des Neugeborenen aus polierter Bronze. Noch kein Gesicht, doch bereits die Form eines Schädels und die Andeutung eines Mundes. Fräulein Pogani I, die Baronin Danae. Die Hexe mit ihrem regungslosen, undurchdringlichen Gesicht. Der Kuss, zwei flach aneinander gepresste Köpfe, die dadurch das einzelne Gesicht eines Zyklopen bilden, ein Gesicht aus zwei Profilen, sowie der Torso eines jungen Mannes, ein umgekehrtes Y. Der kleine Vogel, eine schlichte, rundliche Form. Der Hahn, dessen ganzer Körper sich zum Kamm reckt. Sowie die skandalöse Prinzessin X, die bei ihrer Vorstellung in New York als eindeutig zu männlich für ein junges Mädchen befunden wurde und als ebenso skandalös wie Marcel Duchamps Fountain, das berühmte Urinal aus Sanitärkeramik. Nach seinem Tod 1957 vermachte Constantin Brancusi sein Œuvre, das für ihn nur als Gesamtheit der im Atelier zusammengestellten und inszenierten Skulpturen seine höchste Vollendung erlangte, dem französischen Staat. Unter der Bedingung, dass alles identisch im Palais de Tokyo des Museums für moderne Kunst auf dem Pariser Chaillot-Hügel aufgebaut würde, was auch geschah.
Fräulein Pogani II mit kantigem Haarschopf und bogenförmiger Braue. Der Hahn, stets neu aufgelegt und wiederholt. Eine Muse, deren Antlitz kaum bis ins Bewusstsein dringt. Brancusi lernte in seiner ersten Zeit in Frankreich bei Auguste Rodin. Nach einigen Monaten sagte er sich aber von ihm los, da er fand, dass nichts im Schatten großer Bäume wächst. Seinem Meister war es ebenfalls gelungen, seine Ateliers in Paris und Meudon nach seinem Tod zu erhalten und in Museen umwandeln zu lassen. Doch Brancusi schaffte gewissermaßen etwas Moderneres. Man begriff sein Atelier mit den darin enthaltenen Werken als Theaterbühne für ein Stück, das stets wieder aufgeführt werden konnte, mit einem Bühnenbild, das mitsamt Darstellern rekonstruiert und umgezogen werden konnte und somit ein eigenständiges Werk in anderem Maßstab bildete. Leda, die sich nach ihrer Verführung durch den zum Schwan gewordenen Zeus selbst in einen Schwan verwandelt hat. Wir sind im Atelier von Konstantin Brancusi, dessen Nachbau mitsamt Einrichtung 1997 neben dem Centre Pompidou entstand, dem neuen Sitz des Pariser Museums für moderne Kunst an der Rue Beaubourg, das damals sein 20-jähriges Bestehen feierte. Die von Renzo Piano ohne die Absicht einer detailgetreuen architektonischen Rekonstruktion entworfenen Räume geben die Raumverhältnisse aus der Impasse Ronsard dennoch genau wieder. Was man hier betrachtet, erklärte der italienische Architekt, ist die Gesamtheit eines Oeuvres, der Traum eines Mannes. Besuchen wir es bei Nacht, wo die Träume entstehen. Führte Man Ray Brancusi in die Fotografie ein, nachdem der Bildhauer feststellte, wozu über meine Skulpturen schreiben? Warum nicht einfach ihre Fotografien zeigen? War es auch, der seinen Bildhauerfreund 8 Jahre später, 1929, nachdem er ihn selbst gefilmt hatte, dazu ermunterte, seine eigene Arbeit zu filmen und sich eine 35mm Zeiss-Kamera zuzulegen. Diese Räume, Werke, Objekte und Werkzeuge, die zwar oft umgezogen, doch letztendlich in ihrer rekonstruierten Anordnung zusammengeblieben sind, dürften wiederum in sich das Andenken jener Bilder tragen, die umgekehrt an sie erinnern. Hier sehen wir Brancusi bei der Arbeit. Seine Werkzeuge waren Allzwecksäge, elektrische Kreissäge, Schleifstein, Stichel und Vorschlaghammer. In weißer Montur sägte er Steinblöcke zu, hüllte sie aus, verschob sie. Er sagte sich von dem Modellierverfahren los, in dem es Rodin zur Meisterschaft gebracht hatte. Die Ausführung seiner Marmorstatuen übertrug Rodin seinen Assistenten. Brancusi wurde zum direkten Bildhauer, der die Ausarbeitung des Steins, Holzes oder Metalls bis zum Äußersten trieb. Er sagte, Modellieren ist einfacher, man kann überarbeiten, korrigieren, abändern. Die direkte Bildhauerei hingegen verlangt eine gnadenlose Konfrontation zwischen dem Künstler und den Materialien.
Die direkte Bildhauerei ist der eigentliche Weg zur Skulptur, aber auch der schlechteste für all diejenigen, die nicht zu gehen verstehen. Direkte oder indirekte Bildhauerei allein bedeutet nichts. Nur das fertige Objekt zählt. Brancusi kannte die Besonderheiten jedes Materials. Er entwarf verschiedene Werke für die Ausführung in Marmor, Stein, Holz oder Bronze. Er sagte, man kann nicht machen, was man will, sondern nur, was das Material erlaubt. Und ein weiterer berühmter Ausspruch von ihm offenbart die dreifache Identität, die er mit seinem bärtigen Gesicht so stoisch verkörperte. Schöpfen wie ein Gott, befehlen wie ein König, arbeiten wie ein Sklave. Brancusis filmisches Interesse galt der Verfilmung seiner Werke, die er gern bewegte, die er wechselndem Licht aussetzte und sie auf ihren Sockeln kreisen ließ. Um diese Drehung zu zeigen, musste man sie drehen, sie filmen. Der drehende Brancusi wurde zum filmenden Brancusi. Die Skulptur bot sich für die Bewegung oder die Verfremdung an. Heute bewegt sich hier nichts mehr außer diesen Bildern. Andenken aus einer Zeit, in der der lebende Künstler seine Werke noch zum Leben erweckte. Ganz hinten sehen wir den schlanken Körper des Vogels, nun ganz auf die aerodynamische Form seiner Federn reduziert. Die makellose und unveränderliche Dramaturgie der Formen ähnelt einer Kosmologie, einem Gravitationssystem, in dem vorbeiziehende Sterne, die heute Fixsterne sind, erst aufleuchten und dann verlöschen. Hier die blonde Negerin. Brancusi soll ausgerufen haben, wozu soll die Arbeit am Modell gut sein? Sie führt nur zum Modellieren von Leichen. Was also machten die schönen jungen Frauen in seinem Atelier, die von weit her anreisten, so wie die amerikanische Tänzerin Florence Meyer? Wir wissen, dass der Tanz andere Künstler wie Degas, Rodin und Matisse inspirierte. Dabei ist die tänzerische Bewegung das Gegenteil der statischen, unbeweglichen Pose eines Modells. Diese Muse des Bildhauers schlummert aber keineswegs. Hier ist sie eine Nymphe, die ihn zu rufen scheint, die ihn locken, ihn verführen will und deren geschmeidige Formen nicht in einer bloß figurativen Skulptur abgebildet werden, sondern stattdessen übertragen, übernommen, aufgegriffen, wiedergegeben oder hier und da zitiert werden wollen. Von den weiblichen Kurven eines Vogels, eines Fischs oder einer endlosen Säule. Der Tanz scheint wie geschaffen für die bewegten Bilder des Films. Brancusi hatte das genau erkannt, als er hier zur Kamera griff. Heute würde er die Besucherin im Profil filmen. In der Kosmologie sind die Sterne einerseits Abbilder von Tieren, wie dem berühmten Seehund ohne Kopf, so wie auch die Venus von Milo ohne Arme auskommt, oder einige auf ihren Kamm reduzierte Hähne, aber auch Darstellungen von Menschen. Eine Studie für das Porträt der Madame Eugène Meyer aus einem Holzblock oder Fräulein Pogani, die ungarische Prinzessin, aus gewachstem Gips.
den Orbit geschickt werden diese Sternskulpturen von ihren Sockeln, die für Brancusi wie teilweise für Rodin Teil des Werks sind und seine Basis bilden. Der Sockel, selbst skulptural, setzt die Skulptur in Szene, positioniert sie an der richtigen Stelle im Raum des Betrachters und Zuschauers. Man könnte sagen, dass Brancusi nach dem Studium an der Kunstakademie Bukarest sowie als später Schüler der École des Beaux-Arts in Paris über die gleichen technischen Mittel im Bearbeiten und Polieren von Marmor verfügte wie Michelangelo. Doch er nutzte diese Mittel nicht, um Gesichter und Körper detailgetreu abzubilden, sondern um in einer perfekten Form die Essenz eines Lebewesens zu erfassen. Brancusis Kunst ist weder realistisch noch symbolistisch noch abstrakt. Man könnte in ihr eine Art ästhetischen Essentialismus sehen, dem es nur um die Essenz der Lebewesen und das Essentielle der Formen geht. In Paris galt Brancusi inzwischen als berühmter Künstler, anerkannt von seinesgleichen und befreundet mit Man Ray, mit dem er hier im Garten von Edward Steichen anstößt, sowie mit Marcel Duchamp, Mary Reynolds und Ezra Pound, mit denen er hier die Einweihung seines riesigen Kamins feiert. Seine Werke wurden von französischen und ausländischen Sammlern und Museen gekauft und er war auf großen Ausstellungen vertreten, als ihn 1937 mit 61 Jahren eine Reise zurück in die rumänische Heimat führte, wo man ihn mit folkloristischen Feierlichkeiten empfing. Seine Landsleute wünschten sich von ihm ein Denkmal zu Ehren der im Ersten Weltkrieg gefallenen rumänischen Soldaten. In der Stadt Târgu Jiu nahm das Projekt im Sommer 1937 in Form eines Denkmalensembles Gestalt an. In einer Naturkulisse am Ufer wurde im Stil schlichten Mobiliars der Tisch des Schweigens aufgestellt, umgeben von steinernen Hockern. In der Nähe errichtete Brancusi einen großen Bogen, der sich eindeutig von traditionellen Militär-Triumphbögen abhebt und mit seinem Doppelkreis der miteinander verschmolzenen Augen das Motiv des Kusses aufgreift, der dem Bogen auch seinen Namen gibt. Tor des Kusses. Das Hauptmonument von Târgu Jiu ist eine endlose Säule, allerdings weniger hoch als die 400 Meter hohe Edelstahlsäule, die Brancusi für den New Yorker Central Park bzw. für die ehrgeizigen Pläne eines Chicagoer Sammlers vorschwebte. Diese reckt sich immerhin 30 Meter hoch in den Himmel und erinnert an das primitive Monument einer Megalithkultur. Sie besteht aus Messing verkleidetem Gusseisen und wurde im Juli und August 1937 mit dem Ingenieur Stefan Georgescu Gorian Stück für Stück zusammengefügt. Ein Jahr später kehrte Brancusi zunächst zur Aufstellung des Denkmals im Juni, Juli nach Târgu Jiu zurück, dann erneut Ende September, um das Ende der Arbeiten zu beaufsichtigen. Eine Muse erwacht, vielleicht eine Nymphe, eine Tänzerin. Eine Glaswand trennt sie nun von ihrem Traum, in dem Sterne früherer Gravitationen und Rotationen wie in Eis erstarrt sind. Alles dient dazu, eine neue Besucherin zu empfangen, die sich hineingestohlen hat. Der heutige Tanz entstand vielleicht bei den Besuchen berühmter Tänzerinnen von einst in den Ateliers großer Bildhauer.
Die erwachte Muse tanzt und prallt gegen die Scheibe ihres Traums wie ein Schmetterling, der sich zum Licht hingezogen fühlt. Die Besucherin tanzt und bewegt sich, wirft ihren beweglichen Schatten auf die schlummernden Formen. Manchmal schlüpft sie auch in ein Spiegelbild und neigt dann den Kopf, um in ihren Schlummer und ihre Träume zurückzukehren. Der Tanz breitet sich aus, wird auf die unbewegten Skulpturen projiziert, deren Schatten sich im Streben nach Bewegung lösen. Der des Fischs, der ins Wasser gleitet, der des Vogels, der sich in die Lüfte erhebt. Die endgültige Bewegungslosigkeit ist nur eine Täuschung, die das Licht Lügen straft. Die Muse, die Tänzerin, leiht ihre bewegten Formen anderen Kreaturen, anderen Objekten, die sie nicht erreichen kann und deren Umrisse sie nur von Ferne hinter der Scheibe mit den Händen liebkost. Das Mahnmal von Tirgujiu wurde am 27. Oktober 1938 feierlich eingeweiht. Damit hatte Brancusi in seiner Heimat sein monumentalstes Werk geschaffen. Vorweggenommen durch die Prototypen und Versuche, die noch heute im szenografischen Gefüge seines Pariser Ateliers zu finden sind. Die erste endlose Säule, die im Pariser Atelier verblieb und mehrfach umzog, sie ist die kleine Schwester der riesigen Säule von Tirgujiu. Die endlose Säule nimmt endlos viele Projektionen der endlosen Säule auf, die Brancusi ohne Unterlass formte und filmte. Wenn der Projektor erlischt, finden die Werke aus Stein oder Bronze zurück zu ihrem eigenen Licht. Mondlicht für die einen, Sonnenlicht für die anderen.
schrie für den New Yorker Central Park bzw. für die ehrgeizigen Pläne eines Chicagoer Sammlers vorschwebte. Dieser regt sich immerhin 30 Meter hoch in den Himmel und erinnert an das primitive Monument einer Megalithkultur. Sie besteht aus messingverkleidetem Gusseisen und wurde im Juli und August 1937 mit dem Ingenieur Stefan Georgescu Gorian Stück für Stück zusammengefügt. Ein Jahr später kehrte Brancusi zunächst zur Aufstellung des Denkmals im Juni, Juli nach Tirgugio zurück, dann erneut Ende September, um das Ende der Arbeiten zu beaufsichtigen. Eine Muse erwacht, vielleicht eine Nymphe, eine Tänzerin. Eine Glaswand trennt sie nun von ihrem Traum, in dem Sterne früherer Gravitationen und Rotationen wie in Eis erstarrt sind. Alles dient dazu, eine neue Besucherin zu empfangen, die sich hineingestohlen hat. Der heutige Tanz entstand vielleicht bei den Besuchen berühmter Tänzerinnen von einst in den Ateliers großer Bildhauer. Die erwachte Muse tanzt und prallt gegen die Scheibe ihres Traums wie ein Schmetterling, der sich zum Licht hingezogen fühlt. Die Besucherin tanzt und bewegt sich, wirft ihren beweglichen Schatten auf die schlummernden Formen. Fräulein Pogani II mit kantigem Haarschopf und bogenförmiger Braue. Der Hahn, stets neu aufgelegt und wiederholt. Eine Muse, deren Antlitz kaum bis ins Bewusstsein dringt. Brancusi lernte in seiner ersten Zeit in Frankreich bei Auguste Rodin. Nach einigen Monaten sagte er sich aber von ihm los, da er fand, dass nichts im Schatten großer Bäume wächst. Seinem Meister war es ebenfalls gelungen, seine Ateliers in Paris und Meudon nach seinem Tod zu erhalten und in Museen umwandeln zu lassen. Doch Brancusi schaffte gewissermaßen etwas Moderneres. Man begriff sein Atelier mit den darin enthaltenen Werken als Theaterbühne für ein Stück, das stets wieder aufgeführt werden konnte. Mit einem Bühnenbild, das mitsamt Darstellern rekonstruiert und umgezogen werden konnte und somit ein eigenständiges Werk in anderem Maßstab bildete. Leda, die sich nach ihrer Verführung durch den zum Schwan gewordenen Zeus selbst in einen Schwan verwandelt hat. Wir sind im Atelier von Konstantin Brancusi, dessen Nachbau mitsamt Einrichtung 1997 neben dem Centre Pompidou entstand, dem neuen Sitz des Pariser Museums für moderne Kunst an der Rue Beaubourg, das damals sein 20-jähriges Bestehen feierte. Die von Renzo Piano ohne die Absicht einer detailgetreuen architektonischen Rekonstruktion entworfenen Räume geben die Raumverhältnisse aus der Impasse Ronsard dennoch genau wieder.
Was man hier betrachtet, erklärte der italienische Architekt, ist die Gesamtheit eines Oeuvres, der Traum eines Mannes. Besuchen wir es bei Nacht, wo die Träume entstehen. Bis 1921 führte Man Ray Brancusi in die Fotografie ein, nachdem der Bildhauer feststellte: Wozu über meine Skulpturen schreiben? Warum nicht einfach ihre Fotografien zeigen? Brancusi hatte das genau erkannt, als er hier zur Kamera griff. Heute würde er die Besucherin im Profil filmen. In der Kosmologie sind die Sterne einerseits Abbilder von Tieren, wie dem berühmten Seehund ohne Kopf, so wie auch die Venus von Milo ohne Arme auskommt, oder einige auf ihren Kamm reduzierte Hähne, aber auch Darstellungen von Menschen. Eine Studie für das Porträt der Madame Eugène Meyer aus einem Holzblock oder Fräulein Pogani, die ungarische Prinzessin, aus gewachstem Gips. In den Orbit geschickt werden diese Sternskulpturen von ihren Sockeln, die für Brancusi wie teilweise für Rodin Teil des Werks sind und seine Basis bilden. Der Sockel, selbst skulptural, setzt die Skulptur in Szene, positioniert sie an der richtigen Stelle im Raum des Betrachters und Zuschauers. Man könnte sagen, dass Brancusi nach dem Studium an der Kunstakademie Bukarest sowie als später Schüler der École des Beaux-Arts in Paris über die gleichen technischen Mittel im Bearbeiten und Polieren von Marmor verfügte wie Michelangelo. Doch er nutzte diese Mittel nicht, um Gesichter und Körper detailgetreu abzubilden, sondern um in einer perfekten Form die Essenz eines Lebewesens zu erfassen. Brancusis Kunst ist weder realistisch noch symbolistisch noch abstrakt. Man könnte in ihr eine Art ästhetischen Essentialismus sehen, dem es nur um die Essenz der Lebewesen und das Essentielle der Formen geht. Fotografie ein, nachdem der Bildhauer feststellte: Wozu über meine Skulpturen schreiben? Warum nicht einfach ihre Fotografien zeigen? War es auch, der seinen Bildhauerfreund 8 Jahre später, 1929, nachdem er ihn selbst gefilmt hatte, dazu ermunterte, seine eigene Arbeit zu filmen und sich eine 35mm Zeiss-Kamera zuzulegen.
Diese Räume, Werke, Objekte und Werkzeuge, die zwar oft umgezogen, doch letztendlich in ihrer rekonstruierten Anordnung zusammengeblieben sind, dürften wiederum in sich das Andenken jener Bilder tragen, die umgekehrt an sie erinnern. Hier sehen wir Brancusi bei der Arbeit. Seine Werkzeuge waren Allzwecksäge, elektrische Kreissäge, Schleifstein, Stichel und Vorschlaghammer. In weißer Montur sägte er Steinblöcke zu, hüllte sie aus, verschob sie. Er sagte sich von dem Modellierverfahren los, in dem es Rodin zur Meisterschaft gebracht hatte. Die Ausführung seiner Marmorstatuen übertrug Rodin seinen Assistenten. Brancusi wurde zum direkten Bildhauer, der die Ausarbeitung des Steins, Holzes oder Metalls bis zum Äußersten trieb. Er sagte, Modellieren ist einfacher, man kann überarbeiten, korrigieren, abändern. Die direkte Bildhauerei hingegen verlangt eine gnadenlose Konfrontation zwischen dem Künstler und den Materialien. Die direkte Bildhauerei ist der eigentliche Weg zur Skulptur, aber auch der schlechteste für all diejenigen, die nicht zu gehen verstehen. Direkte oder indirekte Bildhauerei allein bedeutet nichts. Nur das fertige Objekt zählt. Brancusi kannte die Besonderheiten jedes Materials. Er entwarf verschiedene Werke für die Ausführung in Marmor, Stein, Holz oder Bronze. Er sagte, man kann nicht machen, was man will, sondern nur, was das Material erlaubt. Und ein weiterer berühmter Ausspruch von ihm offenbart die dreifache Identität sowie der Torso eines jungen Mannes, ein umgekehrtes Y. Der kleine Vogel, eine schlichte, rundliche Form. Der Hahn, dessen ganzer Körper sich zum Kamm reckt. Sowie die skandalöse Prinzessin X, die bei ihrer Vorstellung in New York als eindeutig zu männlich für ein junges Mädchen befunden wurde. Und als ebenso skandalös wie Marcel Duchamps Fountain, das berühmte Urinal aus Sanitärkeramik. Nach seinem Tod 1957 vermachte Konstantin Brancusi sein Œuvre, das für ihn nur als Gesamtheit der im Atelier zusammengestellten und inszenierten Skulpturen seine höchste Vollendung erlangte, dem französischen Staat. Unter der Bedingung, dass alles identisch im Palais de Tokyo des Museums für moderne Kunst auf dem Pariser Chaillot-Hügel aufgebaut würde, was auch geschah. Fräulein Pogani II mit kantigem Haarschopf und bogenförmiger Braue. Der Hahn, stets neu aufgelegt und wiederholt. Eine Muse, deren Antlitz kaum bis ins Bewusstsein dringt. Brancusi lernte in seiner ersten Zeit in Frankreich bei Auguste Rodin. Nach einigen Monaten sagte er sich aber von ihm los, da er fand, dass nichts im Schatten großer Bäume wächst. Seinem Meister war es ebenfalls gelungen, seine Ateliers in Paris und Meudon nach seinem Tod zu erhalten und in Museen umwandeln zu lassen. Doch Brancusi schaffte gewissermaßen etwas Moderneres. Man begriff sein Atelier mit den darin enthaltenen Werken als Theaterbühne für ein Stück, das stets wieder aufgeführt werden konnte. Mit einem Bühnenbild, das mitsamt Darstellern rekonstruiert und umgezogen werden konnte und somit ein eigenständiges Werk in anderem Maßstab bildete. Leda, die sich nach ihrer Verführung durch den zum Schwan gewordenen Zeus selbst in einen Schwan verwandelt hat. Nun von ihrem Traum, in dem Sterne früherer Gravitationen und Rotationen wie in Eis erstarrt sind. Alles dient dazu, eine neue Besucherin zu empfangen, die sich hineingestohlen hat. Der heutige Tanz entstand vielleicht bei den Besuchen berühmter Tänzerinnen von einst
in den Ateliers großer Bildhauer. Die erwachte Muse tanzt und prallt gegen die Scheibe ihres Traums wie ein Schmetterling, der sich zum Licht hingezogen fühlt. Die Besucherin tanzt und bewegt sich, wirft ihren beweglichen Schatten auf die schlummernden Formen. Manchmal schlüpft sie auch in ein Spiegelbild und neigt dann den Kopf, um in ihren Schlummer und ihre Träume zurückzukehren. Der Tanz breitet sich aus, wird auf die unbewegten Skulpturen projiziert, deren Schatten sich im Streben nach Bewegung lösen. Der des Fischs, der ins Wasser gleitet, der des Vogels, der sich in die Lüfte erhebt. Die endgültige Bewegungslosigkeit ist nur eine Täuschung, die das Licht Lügen straft.